In Lightroom den Weißabgleich zu machen, ist ja relativ einfach. Das wird auch euch nichts Neues sein. Grundeinstellungen, hier die Pipette wählen und dann könnt ihr euch hier einen Bereich aussuchen. Ihr könnt auch hier im Vorschaufenster schon sehen, wo ihr dann eben landet im Bild, also sprich, wie das dann zum Schluss aussieht. Ihr könnt aber auch die Pipette über die Taste W erreichen. Also über das Mausrad könnt ihr auch das Gitter einstellen. Und ihr könnt auch hier unten das selbst nochmal einstellen, falls ihr kein Mausrad habt. Zum Beispiel, weil ihr mit einem Grafiktablett arbeitet, dann könnt ihr das hier unten einstellen. Ich bin so immer im mittleren Bereich. Und dann kann ich mir eine Stelle raussuchen, anklicken und dann habe ich meinen Weißabgleich gemacht. Ja, ich zeige das nochmal ganz kurz. Gehe nochmal zurück in den etwas stichigen Bereich. Ich drücke die Taste W. Will mir, wie gesagt, mein Gitter aus. Ich bin hier meistens, wie gesagt, im mittleren Bereich. Klicke hier drauf und dann habe ich meinen Weißabgleich. Das war's.